Weißt du nicht mehr, wie man anklopft? Klopfst du an, wenn du in mein Büro kommst? Hör zu, wir haben ein Problem. Das muss warten. Tut mir leid, das kann nicht warten. Mir tut's auch leid, aber ich habe Kopfschmerzen. Ein andermal, okay? Du wirst noch viel stärkere Kopfschmerzen haben, wenn ich fertig bin. Hier, das ist gerade aus dem Labor gekommen. Unsere letzte Sendung Diahexen war verunreinigt. Toxisch. Der Chemiker sagt, es greift das Nervenzentrum an. Erblinden sei von allem, was passieren könnte, noch das Angenehmste. Wie viele sind davon in den Versand gegangen? Nur 4 Kisten. Genug, um 100 Menschen blind werden zu lassen. Wohin? 2 in den Osten, eine nach Kanada, die andere ist hier in der Stadt ausgeliefert worden. Ich habe für das Gesundheitsamt einen Rückruf vorbereitet. Wir haben die Suchmeldung bis zum Mittag draußen. Nein. Das ist der schnellste Weg, Amelie. Das Amt schickt dein Telex raus und die... Nein! Vergiss es! Nichts ans Gesundheitsamt und keine Suchmeldung. Bist du verrückt? Der Stoff ist giftig. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Telefonier ein bisschen unter der Hand herum und hol das Zeug zurück. Aber ohne Öffentlichkeit. Kein Wirbel, keine Panik. Es geht niemandem was an, warum wir es zurückrufen. Angenommen, wir kriegen nicht alles zurück. Was dann? Wenn der Stoff hier erstmal raus ist, haben wir keine Kontrolle mehr, was damit passiert. Lass mich um Himmels Willen die Behörden verständigen, Amelie. Tut mir leid, Kollege. Aber meine Antwort bleibt nein. Als du mir den Stuhl hier angeboten hast, da warst du auch damit einverstanden, dass ich das letzte Wort behalte. Und bisher ist es ja auch ganz gut gelaufen, so nicht wahr? Bisher, aber jetzt... Du bist dabei, russisches Roulette zu spielen. Ein Glücksspiel. Na und? Mit Spielchen kennen wir beide uns doch ganz gut aus, nicht wahr? Da werde ich nicht mitmachen. Doch, wirst du. Was ist mit dem Chemiker? Weiß der Bescheid? Er weiß nur, dass der Stoff verunreinigt ist. Er weiß nicht, dass er ausgeliefert wurde. Gut. Fall erledigt. Nichts ist erledigt. Ich besitze genauso viele Anteile an dieser Firma wie du. Und ich werde, solange wir es verhindern können, nicht riskieren, dass Menschen blind werden. Diesmal bist du überstimmt. Wenn du das Gesundheitsamt informierst, dann erzähle ich deiner Frau unsere ganze Geschichte. Ruinierst du meine Firma, ruiniere ich deine Ehe. Das glaube ich nicht. Liegt ganz bei dir, John. Miteigentümer einer millionenschweren Firma mit Sondergratifikation oder das komplette Desaster? Du entscheidest. Ja? Frau Müller, Herr Dr. Feldmann ist in der Leitung. Hallo Amelie, ist es Ihnen recht, wenn wir unseren Termin auf morgen verschieben? Ich habe hier einen Notfall. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich heute noch zu Ihnen kommen kann. Ich habe wieder diese Kopfschmerzen. Das wundert mich aber. Besonders nach der Spritze, die ich Ihnen am Montag gegeben habe. Diahexen bewirkt angeblich Wunder. Was? Diahexen. Was haben Sie gerade gesagt? Wir hatten gerade eine Sendung von Ihrer Firma reinbekommen. Sie waren sogar die erste, die ich damit behandelt habe.